Eine Abtreibung kann Folgeschäden nach sich ziehen, muss es aber nicht. Es wird geschätzt, dass von 10 Frauen 2 Frauen symptomfrei bleiben nach einer Abtreibung und ca. 2 bis 4 Frauen eine wirkliche Erkrankung entwickeln, die Hilfe braucht. Typische seelische Folgestörungen können dann depressive Erkrankungen sein, können Angsterkrankungen sein. Da gibt es eine breite Palette. Da darf man die Kleinheit der Masse, die entfernt wird, nicht korrelieren mit der Bedeutung. Frauen, die abtreiben, haben oft für sich selbst oder auch in den Beratungen gehört, dass es ein Zellklumpen ist, dass es Schwangerschaftsgewebe ist. Da wird ja in der Regel nicht von einem Kind gesprochen, sondern von etwas. Und wenn Frauen nach der Abtreibung entdecken, dass sie nicht etwas, sondern jemand verloren haben, wenn sie also sozusagen wieder in die Personalisierung des Kindes in ihnen finden, dann geraten sie in eine massive Kaskade von Trauer und Schuld. Ich habe noch keine Frau gehört, die zu mir kommt nach einer Fehlgeburt und an psychischen Folgen leidet, die sagt, ich habe meinen Zellklumpen verloren, sondern die Frauen sagen, ich habe mein Kind verloren.